Ihr erinnert euch sicherlich alle, wie sauer ich am Dienstag war und dass ich eigentlich keinen Bock hatte, dieses Video zu machen und das schnell hinter mich bringen sollte. Ich war da allerdings auch gut schon, ja, vollgepumpt mit Dingen, damit ich diese Wut etwas abbauen kann. Umso schöner war dann der gestrige Tag, denn ich wollte 4 Punkte, am Ende sind es 3 Punkte aus den letzten beiden Spielen geworden. Und wenn du die 3 Punkte gegen Stuttgart nicht holst, dann hast du sie wenigstens gegen den 1. FC Köln geholt, der jetzt wieder mitten im Abstiegskampf ist. Aber umso schöner, Hertha BSC verabschiedet sich mit einem Sieg in die sehr, sehr lange Winterpause. Und vor allem ist das mental super wichtig, weil A, 2,5 Monate kannst du jetzt quasi an diesem Sieg zählen und weißt, du hast gewonnen und darauf kannst du aufbauen und gehst mit diesem guten Gefühl in die Winterpause. Aber du stehst tabellarisch, weil der VfB auch verloren hat, über dem Strich. Und das ist mental wichtig, dass du halt auf Platz 15 stehst und nicht auf Platz 16. Und somit weißt, wenn die Saison jetzt vorbei wäre, jetzt wären wir gerettet. Du stehst immer noch beschissen da, auf gut Deutsch, aber zumindest stehst du mental jetzt ein bisschen besser da, als ja, wenn du Platz 16 oder Platz 17, was ja möglich gewesen wäre, da hättest du verloren, wärst du P17 gewesen, wenn der VfB dementsprechend mitgespielt hätte. Und ja, es ging erstaunlicherweise auch sehr gut los, denn Wilfried Kornga hat seinen Fluch ja gegen Schalke schon gebrochen. Und gestern legte er sein zweites Tor gleich hinterher. Und ich freue mich für ihn, dass er jetzt bei 2 Saisontoren steht. Ist auch ein schönes Tor. Und daran sieht man auch wieder, wie wichtig ein Marvin Plattenhardt für Hertha BSC ist. Weil er die Flanke wieder perfekt timet. Kornga muss dann nur noch mit dem Kopf reinspringen. Und da war dann hinterher auch nichts mehr zu machen. Und nach 9 Minuten hattest du hier schon das 1:0. Es war eigentlich die erste Chance im gesamten Spiel. Danach frage ich mich wirklich, wie wir es geschafft haben, mit einer 1:0-Pausenführung hier weiterzukommen. Weil Köln hatte so viele Chancen und so viele klarere Chancen im Durchgang 1, gerade auch in Minute 15. Da frage ich mich bis heute noch, wie kann er den eigentlich übers Tor schieben? Sagis Adamian hat den Ausgleich auf dem Fuß. Christensen war schon geschlagen und trotzdem hebt er den drüber. Also jeder, der wirklich mal die Zeitlupen gesehen hat oder sich jetzt noch Highlights anguckt, ich glaube, der wird sich auch totlachen. Andererseits wird euch das sicherlich dann auch in irgendeiner Form auch leid tun, für die Leute, die sich dann da reinversetzen können. Da hatten wir auf jeden Fall ganz schön Glück. Und der 1. FC Köln hatte dann noch 2 weitere klare und gute Chancen. Zum Beispiel, als Lindenmeier alleine auf Christensen zuläuft und dann an der langen Ecke vorbeizielt und dabei ins Aus rollt. Auch da dachte man schon, das wird jetzt der Ausgleich. Also man kann dem 1. FC Köln sein Engagement nicht absprechen. Am Ende waren sie vielleicht einfach ein bisschen müde. Die zweite Halbzeit war deutlich schwächer vom FC. Da ging eigentlich gar nichts mehr. Aber wie gesagt, die hatten ja auch, keine Ahnung, 24 Spiele in 104 Tagen. Da kann man es dann auch irgendwo nachvollziehen, wenn dann die Kraft irgendwann nicht mehr reicht. Aber gerade aufgrund der ersten Halbzeit wäre sicherlich ein Punkt verdient gewesen. Aber nach 55 Minuten war das Ding dann gelesen. Denn nach den zweiten Mal gewinnt dann Dudi Luke Bacchio, der dribbelt sich an der Außenseite nochmal durch, versucht es dann aus ganz spitzen Winkel, weil ich glaube, er wusste schon, dass das nicht funktioniert. Und der Abpraller landet dann bei Marco Richter und der hämmert einfach drauf. Es stand da 2:0. Und damit war die Nummer dann auch gegessen. Und ja, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass wir es geschafft haben.
jetzt diesen Sieg noch zu holen, weil es auch so, so wichtig ist, gerade nach der Nummer am Dienstag und gerade auch nach drei Niederlagen am Stück, gerade nachdem du in so einer kleinen, sag ich mal, Ergebnis- und Formkrise warst, auch was das Fußballerische anging, ist das doch jetzt nochmal ein schöner Abschluss. Darauf kann man jetzt aufbauen. Und ja, in 10 Wochen geht es dann weiter in Bochum, die jetzt natürlich auch gewonnen haben, was mir jetzt natürlich nicht ganz so passt, weil A, der Abstand jetzt ein bisschen fehlt. 4 Punkte wären natürlich schon wichtig gewesen. Abstand auf Bochum, da ein bisschen safe zu sein. Andererseits bringt das Ganze noch mal ein bisschen mehr Brisanz dann rein. Am 21. Januar könnte dich aber auch auf Platz 17 stürzen, wenn du das Ding in Bochum verlierst. Das ist aber Gott sei Dank erst im neuen Jahr. Und ihr wisst ja, ich mag die Auftaktspiele im neuen Jahr beziehungsweise Saisonbeginn nicht, weil man halt immer nie so weiß, wo der Gegner so steht. Und tendenziell würde ich eigentlich eher sagen, aktuell keine Chance gegen Bochum. Oder was heißt keine Chance? Aber Bochum ist halt gut drauf. Die haben jetzt auch aus den letzten 6 Spielen 4 Siege geholt. Und genauso kämpft man sich da raus. Aber es ist dann halt, wie gesagt, das erste Spiel im neuen Jahr. Keine Ahnung, wie Bochum dann steht. Ich würde mir ja wünschen, es passiert genau das Gleiche wie letztes Jahr, wo wir 3-1 gewonnen haben, wo Bochum uns eingeladen hat zum Tore schießen. Und ja, bis dahin gucken wir mal. Also bisher ist es ja eher gut für Bochum gelaufen, weil ich war jetzt bei 3 Heimspielen im Stadion. Alle 3 hat der VfL gewonnen. Beim nächsten werde ich auch wieder da sein, dann allerdings im Auswärtsblock. Und ich hoffe natürlich, dass wir da dann gewinnen. Und ja, das dazu. Ich bin auf jeden Fall sehr happy über die 3 Punkte. Du stehst jetzt bei 14. Immer noch viel zu wenig, aber immerhin geht's voran. Und du hast jetzt gut die Hälfte aller Punkte zusammen. 36 brauchst du Minimum. Das heißt, es fehlen noch 22. Wenn du dir die 6 Punkte gegen Bremen und Stuttgart wieder zurückholst und dann in der Schlussphase ein bisschen wacher bist, weil du ja zum Beispiel gegen Mainz die Punkte verscherbelt hast, gegen Bremen und Stuttgart in der Schlussphase die Punkte noch verscherbelt hast, jetzt so als Beispiel, dann hättest du direkt deine 7 Punkte mehr und dann wärst du nämlich bei den 21 und dann läuft der Hase und dann sieht das auch schon besser aus. Also ich glaube da auch dran. Ich bin auch überzeugt, dass Hertha das irgendwie hinkriegt, weil, wie gesagt, die Leistungen passen ja. Das gestern war wieder eine gute Leistung, weil gestern hat man von Anfang an gemerkt, dass Hertha dieses Spiel gewinnen will und auch muss. Und gerade in Hälfte 2 hatte ich nie das Gefühl, dass Hertha dieses Spiel noch irgendwie aus der Hand gibt. Und das ist dann mein Statement zum Spiel. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und ja, ich verabschiede mich dann jetzt zumindest, was den Spieltagsbericht angeht, in die Winterpause, aber wir sind natürlich noch lange nicht durch. Es gibt noch Testspiele von Hertha BSC. Es gibt bestimmt auch noch irgendwie Transfers, über die man sprechen kann. Es gibt natürlich auch WM-Content. Trotzdem, ja, liebe Leute, den wird es trotzdem geben. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang genau, ob ich da jetzt jeden Tag ein Video dann zu mache, über die Spiele vom Vortag oder ob wir das nur in einem kleineren Kreis machen werden, aber das wird es geben. Und ansonsten gucken wir einfach mal, was wie wo passiert. Ansonsten, Hertha ist dann wieder am 21. Januar zurück. Und da hören wir uns dann aller spätestens wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und Harry und Tschüss.